Unser wunderschönes Bündnerland, prägt durch die einzigartige Natur mit blauen Seen und atemberaubenden Bergen. Rund 200'000 Menschen leben in diesem Kanton. Aber wie steht es um die Kirche? Wie viele Menschen kennen Jesus? Die Stadt. Die Region. Das ist unsere Kirche. Vor 15 Jahren haben wir mit dem ICF Chur gestartet. Wir haben geträumt von einer neuen Art von Kirche. Wie, dass wir das angehen wollen, das haben wir nicht wirklich gewusst. Wir haben nur eins gewusst. Wir wollen Jesus mehr in den Kanton hineintragen. Und so haben wir angefangen, einen Schritt nach dem anderen zu machen. So ist die Kirche aufgebaut worden. Schritt für Schritt, wo unzählige Menschen gemacht haben. Menschen haben Schritte gemacht, her zum Kreuz, und sie haben Jesus persönlich kennengelernt. Menschen haben Schritte gemacht, rein ins Wasser, und sie haben sich taufen lassen. Menschen haben Schritte gemacht, und sie haben ihre Begabungen und Talente entdeckt. Menschen haben Schritte gemacht auf andere Menschen zu und Beziehungen und Freundschaften, Ehen und Familien sind entstanden. Menschen haben Schritte gemacht und haben hier ein geistliches Zuhause gefunden. Und jetzt, 15 Jahre später, viele Schritte haben wir gemacht. Wir haben Löcher in den Schuhen, Platteren. Aber ich würde sagen, Ziel erreicht. Leicht zurücklehnen und dankbar sein. Hey, nein, sicher nicht. Stand auf! Jetzt gehen wir miteinander weiter. Okay. Etwas habe ich gelernt in diesen 15 Jahren. Wenn sich alles immer wieder verändert, eins bleibt gleich. Und das ist die Veränderung. Ich bin vom Typ her, meine Stärke ist eigentlich mehr Beständigkeit. Das liebe ich. Aber ich habe gemerkt, Veränderung bringt Wachstum, bringt Reife. Und in den letzten Jahren ist Veränderung auch zu meinem Freund geworden. Weil Jesus, er ist mein bester Freund. Und er ist der Fels, wo ich fest drauf stehen kann. Er verändert sich nie. Er bleibt der gleich. Und deswegen kann ich mit ihm neue Veränderungen wagen. Mit ihm neue Schritte gehen in Zukunft. Und darauf freue ich mich. Hey, realisier mal, was in nur 15 Jahren alles entstanden ist. Und jetzt probiert mal vorzustellen, was in weiteren 15 Jahren alles noch entstehen könnte. Ich bin überzeugt, der gleiche Jesus, der in all diesen Jahren all diese unzähligen Schritte in uns bewirkt hat, er wird weiter wirken. Ja, er sagt in Johannes 5, Vers 17: Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Es ist mein tiefster Glaube. Jesus will das Erreichte. Jetzt nicht einfach
erhalten und verwalten, sondern es ist sein Wunsch, dass sein Reich jedem Kanton, jedem Rital weiter vorantrieben kann werden. Ich bin ja so gespannt, was für Schritte Jesus in deinem und in meinem Leben in den nächsten Jahren bewirken wird. The best is yet to come. Das Beste wird noch kommen. Danke. Wir feiern ja 15 Jahre ICF Chur. Und etwas sind sich viele Leute nicht bewusst. Und zwar, dass wir auch 15 Jahre ICF Movement eigentlich auch feiern. Weil was wäre das ICF Chur, wenn es das ICF Movement wäre? Bevor wir die Kirche gestartet haben, das heute Morgen kurz erzählt, wir hatten ein riesen Ghetto im Vorläufer von dem, was vorher war. Und ICF hat uns extrem geholfen. Und das Movement, wenn ich sehe, was ich alles erlebt habe in diesen 15 Jahren, da habe ich einfach nur meinen grössten Dank und Respekt. Warum darf es mir heute so gut gehen? Warum darf ich heute so inspiriert sein? Warum darf ich heute so geladen sein? Natürlich gibt es verschiedene Gründe. Aber ein Grund, ein Hintergrund ist ganz klar einfach das ICF Movement. Oft werde ich auch gefragt von Leuten, ja, wie ist es denn mit Zürich und so? Und ich kann nur eins sagen, es ist so ein Riesengeschenk. Es ist einfach nur ein Riesengeschenk. Ich bin so pudelwohl können Teil sein von diesem Movement. Und wenn du hier am ICF Chur bist, dann bist du ein Teil von diesem Movement. Und ich habe eine mega Freude, dass wir heute am Abend einen Special Guest bei uns haben. Der Nick Legler vom ICF Zürich, vom Movement. Hey, und Churer und Bündner und alles Mögliche. Geben wir ihm jetzt einen herzhaften Applaus. Nick Legler, schön bist du da. Danke, Nick. Dankeschön. Nick, bevor du das kleine Moment bist, du kannst loslegen mit deiner Predigt. Wirklich noch Piano, gell? Aber gleich, wenn noch ein paar Worte von dir hören. Wer bist du? Wie der Roger Schawinski. Mm. Wer bist du? Mm. Ja, ich bin Ehemann, seit 16 Jahren geheiratet. Wunderschöne Frau, Tabea heisst sie. Ich bin Vater von zwei Kindern, Tochter, 8, Jamie, Sohn, 4, Jessie, gerade in Kinski gestartet. Das bin ich. Ich bin Westschweizer ursprünglich. Meine Eltern sind aus der Westschweiz. Ich bin kein Zürcher. Wehr mich doch dagegen. Ich arbeite im ICF Zürich, wohne aber im Aargau. Ich wohne in dem Dorf, wo heute ein Flugzeug auf ein Auto abgestürzt ist. Und ich habe gedacht, jetzt, wo mal etwas läuft in Mue, bin ich in Chur. Gibt's das? Stell dir vor, es passiert so etwas und ich bin nicht dort. Ja. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du da bist und da passiert viel wichtiger, als das dämliche Flugzeug, das auf der Seite. Ja, ich jogge häufig genau dort durch und selten am Sonntag. Ja. Nick, du hast oder du bist schon im ICF Zürich. Was sind dort deine Aufgaben? Im ICF Zürich bin ich Geschäftsführer. Ich bin eigentlich Leo seine rechte Hand. ICF Zürich ist mittlerweile eine recht grosse Kirche. Mit mehreren Ministries, 80 Mitarbeitern. Das braucht relativ eine grosse Organisation im Hintergrund. Und ich unterstütze eigentlich den Leo unterstützen mit allem, was Tagesgeschäft ist, Management, Personal, Finanzen. Das ist eigentlich der grösste Teil meiner Aufgaben. Und dort haben wir einen Verlag, der produziert und macht und tut. Und ich bin einfach der, der dort irgendwo schaut, dass es nicht auseinandergeht. Viel Weisheit wünsche ich dir. Ja, die wirst du sicher haben. Nick, was ich von dir auch weiss, ist, du bist auch in Hillsong gewesen, glaube 2 Jahre. Und ich weiss, 3 Jahre. Ja. Und das ist auch ein grosses Herz für Leidenschaft. Ja. Kannst du mir so etwas von dem erzählen? Eine so Lektion, die du mitgenommen hast, die dich geprägt hat, in deinem Verständnis von Leidenschaft? Ja, es ist natürlich schwierig, das in 3 Jahren so in ein Statement zusammenzufassen. Aber ich denke, das, was ich in Hillsong am meisten, was mich prägt hat, ist einfach der eine Satz, den du dort immer wieder hörst, es geht nicht um dich. Und ich glaube, das ist ein elementarer Satz, wenn es um Leidenschaft geht, sei es das in der Kirche oder sonst irgendwo, dass du begreifst, es geht grundsätzlich nicht um dich, sondern du bist ein Vehikel, um etwas helfen aufzubauen oder etwas zu leiten, aber schlussendlich baust du dir nicht dein eigenes Königreich, deine eigene Position, deine eigene Fame oder was auch immer, sondern du bist ein Werkzeug in der Hand von Gott. Und das musst du immer wieder realisieren, damit du auch dich richtig positionieren kannst. Und ich glaube, das ist etwas, wo Hillsong
extrem lebt. Und die Bibel sagt uns, wenn du dich demütigst vor Gott, dann wird er dich eben an eine Position setzen. Und wenn du die Geschichte von Hillsong schaust, über die letzten 35 Jahre, wo jetzt eine Kirche ist, wo, denke ich, nicht manche Kirche, die weltweit so einen grossen Einfluss hat wie Hillsong, dann glaube ich, habe ich in diesen 3 Jahren ein bisschen gesehen, warum das so ist. Es ist nicht, weil sie die begabtesten Leute haben, nicht, weil sie die besten Musiker haben, sondern weil sie die Einstellung haben, dass es nicht um sie geht, dass es nicht um Brian und Bobby geht und Joel Houston, wie die alle heißen, sondern sie wissen einfach, dass sie ein Werkzeug sind in der Hand von Gott und sich immer wieder auch demütig unter seine Leidenschaft stellen. Und ich glaube, das ist ein riesiges Geheimnis. Wow, danke für das Teaching. Ich würde sagen, wir können jetzt heimgehen, oder? Das ist schon mal ganz praktisch. Ja, finde ich, kann ich nicht sagen, heute so. Also, ich meine, das ist jetzt mein Goldnugget gewesen, den habe ich jetzt. Genau, danke, super. Etwas, was ich weiss, wo du ein grosses Herz hast, das ist das ICF College. Du arbeitest dort auch mit. Kannst du einfach uns kurz so 1, 2, 3 Gedanken sagen zu dem ICF College? Ich weiss, könntest du das eine Stunde lang erzählen? Genau. Ja, ich habe ja das gegründet vor 8 Jahren jetzt und ich habe wirklich auf dem Herzen, dass einfach Menschen in ihre Berufe kommen, dass Menschen entdecken, was sind meine Gaben, für was hat mich Gott überhaupt geschaffen. Und in dem Innen glaube ich einfach, und das ist meine persönliche grosse Leidenschaft, glaube ich, ist die Bibel einfach ein Fundament, wo Gott uns gegeben hat, um unser Leben darauf zu bauen. Und ich habe einfach eine Leidenschaft gesehen, wie Menschen, junge Leute, aber wir haben auch ältere Leute im College, wirklich einen Wunsch haben, ihr Leben auf einem festen Fundament zu bauen. Ein Fundament ist das Wort von Gott. Und ich glaube, sehr häufig fehlt uns der Zugang oder der Schlüssel oder wie auch immer zu dem Wort von Gott. Und das ist etwas, was ich leidenschaftlich gerne mache. Lehren aus dem Alten Testament, Neuen Testament und das einfach praktisch machen, damit wir auch selber können verstehen können, wie wir das Wort von Gott in unser Leben können anwenden können. Und so wirklich auch ein Fundament haben. Und das ist sicher meine grösste Leidenschaft jetzt in dem ganzen Innen, abstimmen, dass wir Leiterschaft und Jüngerschaft und all die Themen natürlich dort auch besprechen, wo es darum geht, dass du entdeckst, wo dein Platz ist in seinem Reich. Ja. Das hätte ich extrem ermutigen. Investiere mal so ein Jahr ins College. Die Leute, die das College gemacht haben, das ist unglaublich, wie kraftvoll, wohltuend, frisch die Leute zurückgekommen sind. Ich sehe es strahlen auf gewissen Gesichtern. Ich weiss, warum. Unbedingt. Und Zürich ist nicht so weit. Und es hat auch selten Nebel in Zürich. Also wenn das College im Aargau wäre, könnte ich es ja noch verstehen, dass du nicht kommst. Aber Zürich scheint Sonne. Glaubst du das? Nein, jetzt also, ja, wenigstens versucht. Ja. Versucht habe ich es. Es gibt auch gute andere Gründe, auf Zürich zu kommen. Das stimmt, das stimmt. Also, ja. Wenn ich keine Ahnung habe, dass es ein ICF Movement gibt, ja. Was ist das ICF Movement? Ja, was ist das ICF Movement? Also aus der Geschichte aus ist es halt so, dass der Leo und Susanne in Zürich eine Kirche gegründet haben, vor bald 20 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre ICF Movement, übrigens nicht 15 Jahre, 20 Jahre ICF Movement. Und aus dieser Kirchengründung sind nachher noch neue Kirchen entstanden. Und zwar eigentlich total ungeplant. ICF sieht häufig sehr strategisch aus, aber ich kann euch als Insider sagen, Gott macht Strategie und wir staunen manchmal selber, wie er irgendwie das Zeug zusammenbringt. Und nachträglich sieht es dann schon gut aus. Und so haben Leute angefangen, Kirchen zu gründen. Das waren die nächsten Freunde von Leo am Anfang, nach Basel, nach Bern, nach Genf. Und so sind mehr und mehr Kirchen entstanden. Und irgendeinmal sind es irgendwie 10, 15 Kirchen gewesen. Und dann musst du gleich irgendein Vehikel haben, wie du irgendwie die Kirchen kannst zusammenheben kannst. Weil die heissen alle ICF. Wir haben all die gleichen Werte und irgendwo durch musst du die Pastoren irgendwo coachen oder zusammennehmen. Du musst irgendeine Art und Weise finden, wie du halt ein bisschen das, sagen wir, den bunten Haufen kannst zusammenhalten, oder? Ich sage es mal absichtlich so. Und so ist das über die Jahre gewachsen. Nächsten Monat werden wir die 50. ICF-Kirche eröffnen. In Frankfurt wird die Kirche eröffnet. Mittlerweile haben wir Kirche in Deutschland, Österreich, Tschechien, Holland, Israel, Kambodscha, es geht weiter, auch da. Und das Movement ist in dem Sinn die Organisation dahinter, die einfach sicherstellt, dass wir als Movement alle in die gleiche Richtung gehen, was die Werte betrifft, dass Pastoren auch Ansprechpersonen haben, dass wir Sachen, die wir entwickeln, auch ins Movement können multiplizieren. Also das ist eigentlich die Geschichte vom Movement. Das ist eigentlich entstanden, damit das Leben, wo vorwärts geht, durch eine gewisse Struktur zusammengehabt wird. Und so soll es eigentlich immer sein. Das Leben geht voraus und die Struktur kommt hinten nach, damit das Leben kann erhalten werden. Und so sehe ich das Movement. Genau so. Teuf. Ja.
Letzte Frage dich, Nick. Was begeistert dich denn an diesem Movement oder was freut dich aktuell an diesem Movement, nebst dem, dass jetzt Frankfurt das 50. ICF gegründet wird? Ja, was mich einfach begeistert, ist gesehen, dass wir einfach so viele verschiedene Kirchen haben, an so vielen verschiedenen Orten. Und was mich am meisten begeistert in den letzten ein, zwei Jahren, ist gesehen, wie auch mehr und mehr wir anfangen zu verstehen, dass es Kraft gibt im Miteinander. Nebst dem, dass es auch Kraft ist, wenn du selber deinen Weg gehst und deine Berufung kannst gehen, glaube ich, ist eine ganz grosse Kraft, wenn wir uns eins machen und entdecken, wie viel Talent, wie viel Know-how in dem Movement drin ist. Und wir haben jetzt mehr und mehr Projekte, die zusammenkommen, wo wir einfach aus dem Movement raus Sachen können umsetzen können, die ich einfach gewaltig finde, wenn du dir überlegst, 50 Kilo, wie viele Leute das sind, die so begabt sind, und wenn wir das zusammenlegen, dann hat das eine extreme Power. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir erst ein bisschen am Entdecken sind. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auf diesen Weg jetzt reinkommen und mehr Projekte zusammen bewegen als Bewegung, als Movement. Weil ich glaube, dass wir dann viel die Leute Stimme haben in Europa, wenn es darum geht, dass die Kirche wieder eine Stimme bekommt. Dann ist es besser, wenn wir alle zusammen das Gleiche schreien, als wenn jeder an seinem Ort etwas rausmögt, dann ist es für den Ort zwar laut, aber nicht unbedingt auf die grössere Scale. Und das finde ich das Geniale am Movement. Und das begeistert mich einfach, die unglaubliche Kraft, die da drin liegt. Und das gilt es freisetzen. Danke vielmals, Nick, mal für die einführenden Worte. Gib ihm nochmal einen herzlichen Applaus. Und Dankeschön. Ich mache da noch kurz weiter und dann darfst du schon mal zurückgehen. Ich mache eine Info, und das ist eigentlich gar keine Info, sondern es ist einfach ein Heartbeat. Und zwar, es ist gleich eine Info, aber es ist ein Heartbeat. Und zwar werden wir einen nächsten Entdecke-Gott-Kurs wieder anbieten. Am 1. Oktober, unser wunderbarer Nathanael und Medea Gvirici, sie werden einen Kurs wieder anbieten. Und ich kann dir das so fest empfehlen, für dich selber, oder wenn du neu im Glauben bist, oder noch vieles am Entdecken bist, oder einfach auch neue Leute kennenlernen willst, oder Nathanael und Medea willst du löchern mit Fragen, sie bieten das ganz neu an. Und ich lade dich einfach ein, dich anzumelden, mitzumachen, und du wirst geniale Abende mit Menschen und mit dem Gott im Himmel erleben. Informationen findest du auf Flyer und auch auf unserer Homepage. Ja, und das Letzte, was ich so sagen kann, das ist unsere Kollekte. Wir haben unsere Jubiläums-4. Du darfst sehr gerne auch eine Jubiläums-Kollekte geben, was immer das bedeutet für dich. Wir sind so dankbar, dass wir bis auf den heutigen Tag immer jede Rechnung können zahlen können. Und es geht ja nicht einfach um Rechnungen, sondern wir wollen das Reich Gottes weiter vorantreiben in diesem Bündnerland, dass noch viele, viele Menschen den Gott kennenlernen können. Für das schlägt unser Herz. Das ist unser Antrieb. Und ich danke dir für alles Finanzielle, was du auch gibst, dass auch diese Vision, dieser Herzschlag weiter vorantreiben werden. Danke für deine finanzielle Unterstützung und für die Band, die uns jetzt nochmal einen Song bringt. Genau, der bin ich. Der Nick Legler vom Uhr Aargau. Dort, wo die Flüger auf die Autos runterfallen. Einfach, dass ihr das wisst, wenn ihr durch Aargau durchfahren, A1, ihr denkt immer, ja, A1, Aargau, Hauptsache so schnell wie möglich durch. Du hast jetzt einen Grund mehr, um dir Gas zu geben. Man weiss nie, was dort vom Himmel oben runterfällt. Manchmal ist auch ein Flüger. Hey, 15 Jahre ICF Chur, wie cool ist denn das? Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und das Wochenende von Festivitäten abschliessen. Vielen Dank, Markus, für die Einladung. Ich bringe dir ganz herzliche Grüße mit vom Leo und von der Susanne, die sich mega freuen auch all dem, was hier unten passiert. Der Leo ist im Moment ja immer so zwischen zwei Flügern. Er ist jetzt gerade von Asien heimgekommen. Am Dienstag fliegt er nach Katar und wird dort so mehrere hundert arabische Pastoren reden. Und wenn ich rede von Kraft vom Movement, Das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, dass aus Europa eine Kraft kommt, die jetzt nicht übersehen wird. Und wir sind alle Teil davon. Nicht nur der Leo und Susanne, sondern wir alle sind Teil davon. Jeder an seinem Ort tut dazu beitragen, dass das, was im ICF passiert, in den Kirchen nicht übersehen wird. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, Markus, und auch deiner Frau, Sibyl, die jetzt nicht da ist. Einfach auch für die 15 Jahre, die ihr investiert habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 15 Jahre an einer Vision bleiben. Du bist dort auf dem Berg gehockt, hast runtergeschaut mit deinem Galanda-Bier. Aber es war sicher nicht immer so geruhsam in diesen 15 Jahren. Und ich möchte euch doch bitten, dass wir einfach Markus und seiner Frau stellvertretend jetzt einfach wirklich einen Applaus geben und ihn ehren auch.
für das, was wir die letzten 15 Jahre gemacht haben. Ja. Ich glaube, das ist ein Standing Ovation wert. Oder? Jahre ist eine lange Zeit. Was für eine grossartige Kirche. Amazing Church. Das ist das Thema vom heutigen Abend. Der Markus hat mich gebeten, etwas zu diesem Thema zu sagen. Amazing Church. Und wie wir es gehört haben, das ICF Movement wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Und wir werden im Hallenstadion das feiern. Ich hoffe, du wirst, hast dir das schon eingetragen in deine Agenda. Über Pfingsten nächstes Jahr werden wir auch einen Bill Hybels hier haben und Leute, die auch Kirchengeschichte geschrieben haben. Und wirklich, ich glaube, dass es signifikant wird, was die Frauen und Männer auch in unsere Herzen wird reinreden für die nächsten 20 Jahre. Weil, wie wir es gesehen haben im Clip, wir lehnen uns nicht zurücklehnen, sondern Gott ist an vielen Orten, ist gerade am Anfang von dem, was er mit uns möchte tun, in Zürich, im Movement. Und ich glaube auch, in Chur hat Gott noch vieles vor. Amazing Church, das Movement, wie gesagt, ist, wo ICF Zürich angefangen hat, vor ein paar Jahren, eben 19 Jahren, hat man viel in der Presse gehört, ja, das ist ein Strohfeuer. Und ich denke, für ein Strohfeuer brennt das schon relativ lang, oder? Weil ein Strohfeuer, da macht es und dann ist es vorbei. Aber ein Strohfeuer, das 19 Jahre lang brennt, dort ist schon noch ein bisschen Substanz drin, oder? Und wenn man anschaut, wie der Traum von ICF gestartet ist, ihr kennt sicher all diesen Satz in- und auswendig, aber ich werde noch einmal lesen, weil ich möchte den Traum lesen, wo Leo und Susanne hatten, wo die Kirche gestartet worden ist und das Movement in Gang gebracht worden ist. Es heisst, ICF ist eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Grundlage, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Also es ist aus dem Traum entstanden, dass Kirche wieder relevant wird. Dass Kirche immer, die Zeiten ändern sich und so muss sich auch die Kirche. Weil wenn wir stehen bleiben, dann sind wir irgendeinmal nicht mehr, reden wir nicht mehr die Sprache, die die heutigen Menschen verstehen. Und darum ist das aus dem Traum entstanden, dass Kirche wieder ein Ort ist, wo du gerne gehst. Ein Ort ist, wo die Message dich anspricht. Ein Ort ist, wo deine Sprache geredet wird. Und das ist eigentlich, so ist das ICF entstanden, weil sich die Zeiten ändern. Und wenn du den Satz anschaust, dann reden wir hier viel um die Art und Weise. Also die Art und Weise, wie Kirche sein muss, muss sich ändern. Ich habe mir aber überlegt, heute am Abend, Amazing Church, ich möchte eigentlich nicht über die Art und Weise von Kirche reden, ich möchte nicht über Methodik reden, ich möchte nicht über Worship-Stil reden, ich möchte nicht über die Länge der Message reden, ob das gut oder schlecht ist, ob es muss auf Zürichdeutsch oder Chur kompatibel sein. Sondern ich habe mir überlegt, Amazing Church, was ist eigentlich Kirche? Hast du dir das schon mal überlegt? Was macht eigentlich Kirche zu Kirche? Was ist Church? Wir sagen einfach, wir wollen Kirche wieder relevant machen. Ja, relevant verstehen wir, aber was ist Kirche? Was wollen wir wieder relevant machen? Es gibt ein Prinzip, wenn du in die Bibel hineingehst, ich habe das meinen Studenten gerade letzten Freitag im College erklärt, es gibt so ein Prinzip, wenn du die Bibel ausleihst, das Prinzip heisst Prinzip von der ersten Nennung. Und das Prinzip besagt, dass dort, wo in der Bibel ein Konzept zum ersten Mal genannt wird, dass es das Basisleit für das Verständnis zu dem Thema durch die ganze Bibel durch. Das heisst, wenn du dir möchtest überlegen, was ist eigentlich Gottes Idee, wenn man von Church redet oder von Kirche redet, dann, nach dem Prinzip, müsste ich eigentlich zurückgehen an die erste Stelle in der Bibel, wo Kirche vorkommt, und mir überlegen, was für Prinzipien kann ich aus dieser Stelle herausholen? Ich habe dann am Freitag meine Studenten gefragt, weiss jemand, wo Kirche zum ersten Mal genannt wird? Und es war so eine betretene Stille. Also, wenn du nicht weißt, wo das ist, dann selbst College-Studenten wissen es nicht. Gut, sie sind erst in der dritten Woche, oder? Also, ich erwarte dann schon ein bisschen mehr, so gegen Ende Semester, oder? Aber wir gehen es mal locker an, oder? Auch in Zürich. Und viele würden vielleicht sagen, ja, Kirche, das ist klar, das ist Apostelgeschichte, das ist Pfingsten dort, Heiliger Geist. Und dann ist etwas entstanden und 3000 haben sich bekehrt und Taufe und Heiliger Geist und all das. Das ist doch ein Neues Testament-Konzept, der Paulus, der Kirche gründet und redet über Struktur und Bischöfe setzen und was man darf und was man nicht darf und Abendmahl und keine Saufgelage und all die Sachen, die im Neuen Testament stehen, wo du kannst sagen, ja, so Kirche, ich glaube, vor dem Neuen Testament ist das nicht wirklich das Konzept. Falsch.
Ich möchte dich mitnehmen an die Stelle, wo Chile zum ersten Mal genannt wird in der Bibel. Und da musst du sage und schreibe zurückgehen ins erste Buch der Bibel, nämlich in 1. Mose. Und ich gebe dir das einfach so als theologischen Tipp mit. Das erste Buch Mose ist das wichtigste Buch der Bibel. Warum? Weil aus dem Prinzip der ersten Nennung ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass dort viele Sachen das erste Mal genannt werden. Ja, logisch, gell? Ja, aber eben, ich komme aus dem Aargau, dort hat es Nebel und ich verstehst du, durch den Nebel durch musst du manchmal ein bisschen deinen Weg finden, oder? Und für mich ist immer alles so logisch, was bei euch hier in Chur oben, nicht unten, ist mir heute wieder ganz klar gesagt worden. Und ich gesagt habe, ich bin heute auf Chur runtergefahren, hat sie gesagt, was, runter? Auf? Nein, für mich ist es runter, weil wenn ich die Schweizer Karten aufhänge, dann fahre ich so runter, wenn ich zu euch runtergehe. Logisch. Verstehst du? Das ist meine Logik. Das ist mir. Ja. Also, in der Bibel, im Alten Testament, ist Chile mit einem Namen verbunden. Und der Name ist Bethel. Du kennst vielleicht Bethel, Englisch ausgesprochen. Du kennst vielleicht Chile, Jesus Culture und so weiter. Aber Bethel ist ein Alttestamentswort, ist ein hebräisches Wort. Und das Wort bezeichnet der erste Ort, wo Chile passiert ist. Und ich möchte dich mitnehmen zu dem Bibeltext, wo Chile zum ersten Mal vorkommt. Und das ist in 1. Mose 28, Vers 10. Und dort lesen wir Folgendes. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Also, das musst du mal reinziehen. Also, er hat einen Stein genommen als Küssi. Das war sehr wahrscheinlich vor der Erfindung von Daunenküssi, sehr wahrscheinlich. Aber wenn du dort ein bisschen tiefer gehst, es ist häufig so, wenn du Sachen liest in der Bibel, die nicht wirklich Sinn machen, kann es sein, dass in der Übersetzung innen etwas ist verloren gegangen. Wenn du, ich bin dem mal nachgegangen, gewisse Bibelausleger sagen, er hat nicht seinen Kopf draufgelegt wie ein Küssi, sondern er hat den Stein hinter seinen Kopf aufgestellt als Schutz. Er war dort in der Wüste gewesen, gegen Tiere und so weiter. Und aus dem heraus hat er sich eigentlich ein Haus gebaut. Oder hat mit Stein hat er sich einen Schutz gebaut für die Nacht. Das ist das, was die Ausleger aus dem Text herausholen. Und wenn du willst, dass es ein Küssi ist, das halt ein Küssi. Im Traum, und jetzt ist er eingeschlafen, oder? Auf dem harten Küssi. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf, er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze und nannte die Stätte Bethel. Und das bedeutet wirklich auf Hebräisch Haus Gottes. Bethel, das ist die Bedeutung von dem Namen. Davor hieß das nahe gelegene Dorf Luz. Also wir sehen, da in der Bibel das erste Mal, nicht ganz erste Mal, der Abraham, sagt man, ist auch schon in Bethel gewesen, und man dort weiss man nicht genau, was er dort gemacht hat. Aber das ist der erste Ort, wo Bethel genannt wird, wo man sieht, was ist passiert. Aufgrund von dem, was dort passiert ist, hat der Jakob gesagt, das ist das Haus Gottes. Das ist interessant vom Konzept her. Und wenn du dir überlegst, was ist Chile, dann sehen wir da wenig von Worship. Ja, die Engel haben geworshipped. Wir sehen wenig von Predigt, wir sehen wenig von Small Group, wir sehen wenig von Ministry, von Kinderexpress, von was auch immer. Sondern da ist wirklich Chile einmal das Grundprinzip von Chile erklärt, bevor alles andere rundum aufgebaut wird, was auch wichtig ist.
Ich rede nicht dagegen, weil das ist wichtig, wenn du eine Kirche hast, dass du eine Struktur hast, dass du eine Form hast, dass du eben dynamisch, relevant bist und so weiter. Aber in dieser ersten Stelle, wo Kirche genannt wird, nach dem Prinzip der ersten Nennung, wenn ich hier rausschälen würde, was ist Kirche? Dann ist Kirche ein Ort der Begegnung. Es heisst dort, Kirche ist das Tor zum Himmel. Und was Jakob dir gesehen hat, ist so eine Leiter. Ich habe sogar so eine Leiter gefunden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im YouTube ist das ein bisschen umgereicht worden in den letzten Wochen. Da hat irgendein chinesischer Künstler hat mit Pyrotechnik eine Himmelsleiter, das heisst wirklich so, die Himmelsleiter hat er gemacht. Weißt du, wie er das gemacht hat? Mit einem Heliumballon, wo irgendwie Zeugs aufzieht und dann eine Leiter aufzieht, die dann mit Pyrotechnik angezündet wird. Mega genial, oder? Da hast du das Gefühl, der hat wirklich so eine Leiter in den Himmel aufgezeichnet. Aber so stelle ich mir das etwa vor, wo der Jakob die Vision hatte und er sieht eine Leiter, die in den Himmel aufgeht, Engel, die auf und ab und auf und ab gehen und Gott, der sich offenbart. Und unter dem Strich, wenn es um Kirche geht, dann geht es um das, dass Kirche ein Ort ist, wo du Gott begegnest. Ein Ort, wo der Himmel offen steht. Ein Ort, wo du kommst und du wirst berührt von seinem Geist. Ein Ort, wo Heilig das Normalste der Welt ist. Weil dort, wo der Himmel sich öffnet, passieren Wunder. Wir sollten eigentlich gar nicht so verschrecken, wenn wir zusammenkommen und Wunder passieren. Das sollte eigentlich an der Tagesordnung sein. Warum? Weil Kirche ist primär ein Ort der Begegnung. Ist ein Ort, wo ich komme, weil ich eine Sehnsucht habe, Gott zu erleben. Also ihr seht, es geht grundsätzlich um Beziehung. Es geht darum, dass wir geschaffen worden sind für Beziehung. Gott hat uns geschaffen, weil er sich eine Beziehung wünscht zu uns und dass er einen Ort wünscht, wo wir ihm begegnen können. Und jetzt sagst du vielleicht, und das hört mir, höre ich immer wieder von, ich sage jetzt, Kirchenkritikern, die sagen, ja, aber der Heilige Geist ist ja überall, für das brauche ich doch keinen Ort. Und das stimmt grundsätzlich. Das Gleiche hat zum Beispiel der Salomo gesagt, als er den Tempel im Alten Testament eingeweiht hat. Er hat Folgendes gesagt in 1. Könige 8, 27. Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Selbst der Salomo, der den schönsten Tempel gebaut hat, wo die Gegenwart von Gott da war, hat gesagt, ja, aber eigentlich braucht es doch die Hütte nicht. Und trotzdem, wenn du durch das Alte Testament durchgehst, siehst du, dass wir, die erdgebunden sind, einen Ort brauchen, einen physischen Ort, der uns an die Gegenwart Gottes erinnert. Darum hat Gott die Stiftshütte in Auftrag gegeben. Darum hat Gott den Tempel in Auftrag gegeben. Und darum treffen wir uns an einem Ort, an einem physischen Ort, wo die Gegenwart von Gott da ist. Heisst nicht, dass er nicht immer mit dir ist, wenn du auf einen Berg hochgehst oder irgendwo bist. Gott ist immer mit dir. Aber irgendwo durch gibt es eine Kraft, wenn wir zusammenkommen an einen physischen Ort und uns bewusst sind, dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dort ist er mitten unter ihnen, sagt uns das Wort von Gott. Und das ist die Kraft der Kirche, primär ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Und das bedeutet, dass Kirche nicht Konsum ist. Weißt du, eine Kirche am Puls der Zeit, und ich darf ja das sagen, weil ich bin ja Movement-Leiter. Eine Kirche am Puls der Zeit, Berg gefahren, dass du nämlich gut unterhalten wirst. Ich weiss, es ist tief, was ich jetzt sage. Aber weißt du was? Unterhaltung heisst, dass du mit einer Erwartung kommst, unterhalten zu werden. Wenn du an ein Konzert gehst, dann erwartest du nicht, dass dich jemand auf die Bühne holt. Also, ich sage, wenn du ins Hallenstadion an ein Konzert gehst, vielleicht sonst nehmen wir es schon, wenn es Open Mic ist. Aber wenn du an ein Konzert gehst, dann weißt du, du gehst in Tee und du willst es geniessen. Es ist interessant, wir waren als ICF Zürich die letzten 4 Monate in einem Kino. Weil wir, unsere Hallen umgebaut wurden und wir waren in einem wunderschönen Kino. Aber es war schon noch krass gewesen. Vom ersten Moment an hat man den Eindruck gehabt, wenn du ins Kino gehst, bist du dir gewohnt, mit deinem Popcorn, mit deinem halben Liter Eistee, dort zu hocken und 90 Minuten lang konsumieren. Und stell dir vor, das hat sich genau so angefühlt in der Kirche am Sonntag. Warum? Du bringst das wie nicht raus,
bequeme Sessel, gute Musik, der Leo mit seiner Message, mit vielen Extras und du kannst immer lachen und du wirst unterhalten und du hast 90 Minuten, wow, und du läufst wieder raus. Aber du hast eigentlich nicht viel etwas anderes gehabt, als wenn du 90 Minuten lang einen Hollywood-Streifen schaust, außer dass dir vielleicht ein bisschen gescheitere Werte vermittelt werden. Aber lass uns verstehen, in der Kirche geht es nicht darum, dass du konsumierst, dass du unterhalten wirst. Sondern wenn die Band hier vorne Musik macht, dann sind sie Leviten, die dich in die Gegenwart Gottes bringen, die dir den roten Teppich ausrollen, damit du kannst vor den Thron Gottes gehen und Gott erleben. Das können sie nicht machen für dich. Aber das hat mit einer Einstellung zu tun, wenn du in die Message hineingehst. Amen, sagen du Worship, ja, es fällt so eine grosse Last an ihren Schultern, oder? Aber auch ein Message, der Markus oder wer auch hier preacht, der verstehst du, der kann dein Leben nicht verändern. Und er ist auch nicht angestellt hier, um dich zu unterhalten. Sondern er ist da, um die Connections zu öffnen, damit du realisierst, der Himmel ist offen. Und Gott ist da. Und seine Leiter kommt ab. Und wir sehen jetzt vielleicht Engel nicht, die unveranbar gehen, aber das ist eine Realität im Fall. Weil so sagt die Bibel, das ist der Ort, das ist der Ort, das ist das Tor zum Himmel, der Ort der Begegnung. Das Zweite, was ich lehre aus dem Abschnitt, ist auch ganz interessant. Schau, ich werde häufig gefragt, auch wieder in meiner Verantwortung als Movement von Pastoren, hey, du, wie tut man den Erfolg von einer Kirche messen? Das ist ganz eine interessante Frage. Oder? Schon nur das Wort Erfolg im Zusammenhang mit Kirche ist immer ein bisschen heikel. Oder? Wie tust du es messen? Ist es die Anzahl Leute, die da sind am Sonntag? So wie viele Bekehrungen, wie viele Taufen, wie viele Leute? Wie tust du es messen? Oder? Und wir haben uns das letzte überlegt, es ist doch wahr, in einer Firma wirst du dir überlegen, was ist eigentlich unser Produkt? Was ist das Produkt, das wir produzieren? Was ist das Produkt, das eine Kirche produziert? Sind es schöne Programme? Sind es schöne Worship-CDs, die in die Hitparade kommen, was auch schön ist. Ist es das? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, das Produkt der Kirche sind veränderte Menschen. Weil das schließt automatisch aus dem Punkt 1. Wenn du Gott begegnest, kannst du nicht der gleiche bleiben. Und den Beweis bringe ich dir aus dieser gleichen Geschichte vom Jakob. Jetzt musst du das mal reinziehen. Der Jakob erlebt das. Und du musst wissen, der Name Jakob bedeutet Betrüger. Das ist auch noch cool, wenn deine Eltern dir sagen, ja, schau mal an, das Baby, ja, glaub, Betrüger, passt mir gut. Was er mit dem macht in seinem Leben, kann er selber schauen, aber ich denke, es passt. Ja. Jakob bedeutet Betrüger, stell dir das mal vor. Und es ist effektiv in seinem Leben, Betrug ist von Anfang an eine Geschichte gewesen. Er ist ja Esau, sein Zwillingsbrüder, raus hat er irgendwie noch halb gehabt, weil er selber nicht als Erster rauskommen oder? Am Schluss, er kauft dem Bruder sein Erstgeburtsrecht ab. Und sein ganzes Leben, der erste Teil von seinem Leben ist eigentlich von Betrug gekennzeichnet. Also der Jakob, der ist auf der Flucht, wo er die Geschichte erlebt, er sieht das, der Himmel geht auf und hör mal, was er dort sagt, nach dem Erlebnis. 1. Mose 18,22. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Also er baut die erste Kirche. Das ist der erste Kirchenbauer. Und jetzt musst du hören. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Und jetzt denkst du, oh oh. Jetzt haben die einen von Zürich geschickt, um über Geld zu reden. Das ist wieder ganz schlau, der Markus, oder? Er will es nicht selber machen. Also holt er einen Guest-Speaker und der kann über die heiklen Themen reden. Oder? Schau, ich kann dir eines sagen. In diesem Text geht es nicht um das, was du denkst. Was wir hier merken ist, nachdem der Jakob eine Begegnung hatte mit Gott, hat sich seine Gesinnung angefangen zu verändern. Weißt du warum? Vorher ist ihm Jakob nur um ihn gegangen. Ich und 1 Milliarde Chinesen. Kennst du das? Einfach immer ich. Wo kann ich mehr rausholen? Wo kann ich mehr Vorteil holen für mich? Wo kann ich? Und eben, Betrüger, er hat sogar seinen Bruder und seinen Vater betrogen, weil er für sich selber wollte Vorteil holen. Immer ich. Wie kann ich? Ich will immer der Beste sein, immer das Vorderste, immer der, der am meisten hat, oder?
Das ist der Jakob. Jetzt stell dir vor, er hat eine Begegnung mit Gott. Der Himmel geht auf. Und das Erste, was er sagt, ist, von jetzt an werde ich dir meinen Zehnten geben. Und es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, dass er verstanden hat, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und ich möchte dir, Gott, ehren, indem ich dir den Zehnten, das Erste, das Beste, das ich habe, möchte ich dir geben, als Zeichen, dass nicht ich in Kontrolle bin in meinem Leben, sondern du. Das ist gewaltig. Der Change, der da passiert ist. Und das ist ja genau das, wenn wir über den Zehnten teachen, jetzt rede ich gleich über Geld, aber ich mache es nur kurz. Wenn wir über den Zehnten teachen, dann geht es nicht um dein Herz, es geht nicht um dein Geld. Freudscher Versprecher. Ich war schon eins weiter. Es geht nicht um dein Geld, sondern es geht um dein Herz. Weil der Zehnten ist ein Ausdruck davon, dass ich Gott vertraue. Dass ich sage, Gott, ich kann es nicht. Das ist übrigens mit dem Sabbatgebot genau das Gleiche. Sabbatgebot heisst, ich gebe Gott den einen Tag, weil der Tag bedeutet, du bist in Control. Nach 6 Tagen Schöpfung ist das wichtig, dass der Mensch sich bewusst ist, du bist zwar schon König der Schöpfung, aber oben an dir hat es noch einen. Und das ist der grosse Meister da oben. Und an den sollst du denken am 7. Tag. Und das Gleiche ist mit dem Prinzip vom Zehnten. Verstehst du? Die Bibel sagt uns ja an so vielen Orten, Gott, dem gehört ja alles. Der braucht nicht deinen Zehnten, der braucht auch meinen nicht. Stell dir vor, ich meinen Zehnten aufrechne. Aber es geht um mein Herz. Es geht um eine Gesinnung. Es geht darum, dass ich verstehe, wenn ich Gott begegne, kann ich nicht mehr gleich sein. Dann realisiere ich, dass es in meinem Leben eine Autorität gibt, die über dem steht, über mir steht. Und dass es ein guter Ort ist, wo ich mein Leben auch anvertrauen kann. Interessanterweise, nach dem Erlebnis geht es weiter mit Betrug. Gell? Das ist auch noch wichtig. Ja, der Jakob war einfach ein anderer Mensch. Es kommen noch die gröberen Betrüger nachher. Aber es endet und es gipfelt in dem Kampf, wo er gegen Engel Gottes kämpft und sein Name wird zu Israel umgewandelt. Von Jakob, Betrüger, zu Israel, Prinz Gottes. Und er wird nachher der Vater der Nation Israel. Und Gott hat ihn auf einen Weg genommen, einen Prozess der Veränderung. Wo er aber durch die Gottesbegegnung, das hat das in Gang gebracht. Dass er realisiert hat, es gibt einen Gott im Himmel, der an meinem Leben interessiert ist. Und darum wünscht er sich, dass wir den Next Step gehen, dass wir uns verändern lassen von dem Gott im Himmel. Ich habe euch ein Video mitgebracht von einem Mann aus unserer Kirche in Zürich, der erzählt, wie sein Leben durch die Kirche ist verändert wurde. Lass uns das Video anschauen. Vom Cyril. Ich bin der Cyril und ich bin Jesus so dankbar dafür, dass er mein Leben einfach auf den Kopf gestellt hat. Aber vor kurzem sah das alles noch ganz anders aus. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Meine Eltern, also mein Vater war in der Esoterik, meine Mutter war selbstständig, also ich war schon viel alleine als Kind. Und nach ein paar Jahren hatten sie eine richtig krasse Ehekrise, wo sie sich gegenseitig betrogen haben. Ich habe alles mitgekriegt da drin. Ich habe mich total verarscht gefühlt. Und für mich war da einfach da der Punkt, also von mir aus hätten sie sterben können. Durch das ich mich distanziert habe von meinen Eltern, fühlte ich mich sehr alleine. Ich war immer sehr einsam und kam nicht mit mir selber klar. Ich habe mich immer den Halt auch bei einer Partnerin gesucht, die Liebe gesucht, die mir gefehlt hat. Und mir ging es immer noch so scheiße da drin, dass ich einfach meine Gefühle, die ich da hatte, diese Verletzlichkeit und dieses Alleinesein, diese Furcht von dem, was passiert, ich einfach begonnen habe, das in Hass und Wut umzuwandeln, weil darin fühlte ich mich stark. Ich habe Freunde kennengelernt, die sehr in einer gewaltvollen Szene drin waren. Wir haben, wenn es uns scheiße ging, einfach andere Leute verkloppt, damit wir uns besser fühlen da drin. Aber trotzdem, in den Momenten, wo ich alleine war, fühlte ich mich richtig schwach und war sehr traurig, weil ich selbst nicht mit der Situation klargekommen bin. Ich war psychisch total am Ende. Mir ging es einfach nur noch scheiße. Ich habe mich völlig in allem verloren. Ich habe mich abgekapselt und ich wollte so einfach nicht mehr weiterleben, weil es hat keinen Sinn. Weil alles, was ich in die Hand genommen habe, scheiterte. Die Freundschaften, mein Leben selbst, die Freizeit, mit den Eltern, mit der Partnerin, alles. Meine Eltern haben einfach den Glauben gefunden und in der Beziehung mit Jesus haben sie die Ehe wiederherstellen können. Und für mich war das der erste Moment, wo ich wirklich mal etwas von Jesus gehört habe.
von dem, der auch heilen kann. Als ich dann an diesem Tiefpunkt war, war meine Ohnmacht so groß, dass ich einfach auch bereit dazu war, zu sagen, hey, wenn es dich wirklich gibt, Gott oder Jesus, dann mach was draus, dann nimm's jetzt. Weil ich möchte mir das Leben nehmen, ich möchte nicht mehr so weiterleben, also brauch es. Und ab da hat sich's begonnen, auch ein bisschen umzustellen. Ich habe für mich im Stillen einfach ja, mich mit Gott auseinandergesetzt. Und wenn man da in, wenn man in Zürich lebt und nach, auf der Suche nach einer Kirche ist oder nach einer Gemeinschaft von Christen, dann kennt man halt ICF und bin ich da mal in den 20er. Bin da alleine rein und alleine wieder raus und gleichzeitig auch danach wieder ja, war ich Party machen, feiern. Und habe dann somit auch wieder so phasenweise halt wieder Gott auf die Seite gestellt und mein eigenes Leben gelebt. Dann haben sich meine Eltern mich letztes Jahr zur der Christmas Experience eingeladen und ich dachte da, ja gut, ist nichts Spezielles, ist keine Predigt, nichts, da komme ich ja noch glimpflich davon, passiert mir nichts. Bin dann mit meinen Eltern zu diesem Musical und das war der Schlüsselmoment, wo ich einfach von Beginn an das ganze Musical nur durchgeweint habe. Ich habe Rotz und Wasser geweint und Gott hat mir da drin einfach offenbart, was er von mir denkt, dass ich angenommen bin, so wie ich bin. Dass er daran interessiert ist, mich ganz zu haben und nicht nur ein bisschen. Und das war für mich der essentielle Schlüsselpunkt, wo ich einfach merkte, hey, jetzt muss ich auch den Weg gehen. Jetzt darf ich das Risiko eingehen und mein altes Leben einfach mal stehen lassen und einen neuen Weg, einen neuen Pfad eingehen. Ja, mein Leben hat sich komplett verändert. Also wirklich schlagartig. Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Es hat sich alles verändert, den Umgang mit den Menschen, die Beziehung zu meinen Eltern, das Gefühl des Alleinesein ist einfach weg. Ich bin gerne jetzt alleine. Ich bin gerne in dieser stillen Zeit und irgendwo in dieser Einsamkeit mit Gott. Also es gibt keinen Punkt, wo ich jetzt sagen kann, das war für mich der Punkt, wo sich am meisten verändert hat, weil sich wirklich komplett alles verändert hat. Wow. Das ist die Geschichte von Cyril. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Ich weiss auch, in Chur gibt es viele Geschichten. Wir haben ja vorher Wurst, Brot und Geschichten gehört. Veränderte Leben über die letzten 15 Jahre. Und das ist genau das, was passiert. Eine Begegnung mit Gott führt zu Veränderung. Stell dir vor, ein Schläger, der an eine Christmas Experience geht und durchbrüllt. Das gibt es gar nicht. Das gibt es nur, weil der Himmel offen steht. Ich möchte enden mit folgendem Punkt. 800 Jahre etwa nach dieser Begegnung von Jakob in Bethel ist Bethel zum Inbegriff von Sünd und Götzendienst geworden. Und ich möchte euch einfach kurz mitnehmen in den Bibeltext, weil ich glaube, dass das ein signifikanter Text ist. In 1. Könige 12, 27, für die, die die Geschichte im Alten Testament kennen, das Reich Israel ist geteilt worden in zwei Reiche nach dem Salomo. Und es hat zwei verschiedene Königreiche gegeben, eins im Norden, eins im Süden. Und Jerusalem, dort wo der Tempel war, das war das Südreich. Und der König vom Norden, der Jerobeam, der hat einfach gewusst, hey, wenn meine Leute an den jährlichen Fest nach Jerusalem runtergehen, dann besteht eine gewisse Gefahr, dass sie sich im Südreich werden anhängen und da verliere ich einfach Kraft über mein Volk. Und er hat sich Folgendes überlegt, in 1. Könige 12, 27 bis 29, er hat gesagt, wenn die Menschen nach Jerusalem gehen, um im Haus des Herrn zu opfern, werden sie sich auch wieder ihrem Herrn, König Rehabeam, das ist der König von Süden, von Juda unterwerfen. Dann werden sie mich umbringen und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. So überlegte der König. Deshalb ließ er zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, es macht euch zu große Umstände, wenn ihr nach Jerusalem gehen müsst. Seht her, dies sind eure Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Er stellte das eine in Bethel auf und das andere in Dan. Ausgerechnet Bethel. Der Ort, wo sich Gott erstmal in seinem Haus offenbart hat, stellt der König ein goldiges Kalb her. Und das ist bekannt nachher über die nächsten Jahrhunderte als die Sünde Jerobeams, die dazu geführt hat, dass das Volk in Exil geführt worden ist. Das Volk Israel eigentlich von den Landkarten ist gestrichen worden. Und das ist krass, wenn du dir überlegst. Ich habe am Anfang gesagt, Zeiten ändern sich. Darum muss sich auch die Kirche ändern.
Darum eine Kirche am Puls der Zeit ist eine Kirche, die sich immer wieder überlegt, wie können wir die Sprache der heutigen Zeit, die technischen Mittel, die Musik, alles, dass wir die Möglichkeit haben, Leute anzusprechen. Da haben sich die Zeiten auch geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Aber der Jerobeam hat eine falsche Entscheidung getroffen. Weil die Gegenwart Gottes, die war in Jerusalem. Die war im Tempel. Und er hatte das Gefühl, er könne ein Kalb aufstellen in Bethel und dass das alles überhaupt keine Rolle spielt. Dass die Leute auch dort irgendwo anbeten können und spielt keine Rolle. Aber was er nicht gecheckt hat, ist, Kirche, die geht es um die Gegenwart Gottes. Die geht es nicht um ein goldiges Kalb, das wir irgendwie anbeten, irgendwie eine schöne LED-Wand oder irgendetwas anderes, sondern es geht darum, dass wir an einen Ort kommen, wo die Gegenwart Gottes präsent ist. Und ich kann dir sagen, wenn ich eine Leidenschaft habe als Movement-Leiter, als einer, der versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen in die Art und Weise, wie sich unsere Kirchen, auch unsere Kirchen nicht entwickeln, dann habe ich ein Gebet für die nächsten 20 Jahre vom ICF Movement und die nächsten 50 Jahre vom ICF Chur. Ist, dass wir immer wieder zurückgehen zum Kern der Kirche, dass wir verstehen, wenn es um Kirche geht, dann reden wir von einem Ort, wo der Himmel offen ist, wo wir die Gegenwart von Gottes erleben. Alles andere rundherum kann sich verändern, muss sich verändern, soll sich verändern, unbedingt. Ich sehe schon jetzt, gehöre ich zum alten Eisen. Und ich bin erst 41. Nein, ich gehöre natürlich nicht zum alten Eisen. Oder doch? Aber ich merke schon, wie ich in gewissen Sachen schon anders denke als die nächste Generation. Völlig klar. Und da muss ich Platz machen. Und das ist unsere Aufgabe als Leiter, ist, dass wir Platz machen für die neue Generation, die kommt. Aber wenn ich eine Aufgabe noch wahrnehmen kann in diesem Movement über die nächsten Jahre, ist das. Lass uns nicht vergessen, dass wenn es um Kirche geht, geht es um einen Ort, wo wir Erwartung haben, dass wir Gott erleben können. Dass das Leben verändert wird. Dass wir erwarten, dass Übernatürliches passiert, dass Wunder geschehen, wie auch immer. Aber wir wissen, der Himmel ist offen. Und die Zeiten können sich ändern. Aber etwas bleibt. Unser Gott im Himmel ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und lass uns unsere Kirche um das umbauen, so wie es der Jakob als erstes erlebt hat. Als ein Ort von der Begegnung, ein Ort von der Veränderung und ein Ort von der Gegenwart. Und ich wünsche mir das, dass wir das nie vergessen. Im Ganzen, was wir machen. Um was geht es unter dem Strich? Es geht um das. Und ich möchte beten, zum Schluss, über uns alle, über den ICF Chur. Und schau, Gott hat noch viel vor mit euch. Und ich sage es absichtlich so, mit euch. Nicht einfach nur mit dem Markus, der vorangeht als euer Pastor. Nein, sondern mit euch als eine Gruppe hier im Bündnerland, wo es, wir haben gesehen, 200'000 Menschen gibt. Und einen grossen Teil kennt Jesus nicht. Und der beste Weg, wie Menschen Jesus kennenlernen können, ist, indem sie ihn erleben. Durch eure Leben hindurch, durch das, was Gott in euch Leben macht. Und das kann er nur machen, wenn du dich in die Gegenwart von Gott hineinbringst. Stell dir vor, der Cyril ist jetzt im College. Verstehst du, der Schläger aus Deutschland ist jetzt im ICF College. Und wer weiß, was Gott noch mit seinem Leben möchte machen. Und ich kann dann sagen, seine Geschichte wird das Leben verändern. Weil es ist eine Geschichte von der Veränderung. Von einem Menschen, der durch eine Begegnung mit Gott erlebt hat, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu leben. Und ich möchte beten, dass du einfach dein Herz öffnest für das, was Gott mit dir ganz persönlich noch vorhat. Jesus, ich danke dir, dass du dich entschieden hast, uns auf die Welt zu setzen, weil du eine Begegnung mit uns möchtest. Du hast uns für Gemeinschaft geschaffen. Das ist dein tiefster Wunsch, dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Und dass das Vehikel Kirche, wie auch immer das aussieht, ein Ort ist, wo der Himmel offen ist. Ein Tor zum Himmel, wie wir es lesen, in deinem Wort. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr die Himmelsleiter sehen und spüren, wenn wir zusammenkommen, wo wir
wir sehen, wie Leben verändert wird, wie wir sehen, wie auch ich ganz persönlich immer wieder spüre, wie du mein Leben veränderst, wie du mir Lasten abnimmst, wie du mir neue Sicht gibst, dort, wo ich in einer Sackgasse bin, wo ich nicht mehr weiter weiss, in meiner Familie, mit meinen Kindern, in der Arbeit, wo auch immer das ist, dass Kirchen ein Ort sein, wo wir uns bewusst sind, du bist da. Und dort, wo du bist, passiert immer etwas. Ich danke dir dafür, dass wir ein Teil sein können von einer Kirche, die vorwärts geht, die sich ausstreckt nach Menschen, die dich noch nicht kennen. Und lass uns die Geschichte hier in Chur weiterschreiben, über die nächsten Jahre. Und sehen, wie du Menschen hinzufügst, die in unserem Leben Veränderung sehen und sich wünschen, dass die Veränderung auch in ihrem Leben geschieht. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen segnest, der da ist heute Morgen. Du weißt genau, was wir brauchen. Und du bist da. Und ich bete, dass du jetzt kommst, dass du heilst an Körper und Seele. Dass du jetzt durch die Reihe durchgehst und einfach dort neue Hoffnung gibst, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du Weisheit gibst, wo Weisheit gebraucht wird. Gott, du bist die Quelle von allem. Und wir wollen wirklich an dieser Quelle anzapfen vom heutigen Abend. Ich habe es wirklich vom Herzen, Markus, noch für dich zu beten, auch als Leiter von dieser Kirche. Vielleicht kannst du schnell vorkommen. Und lass uns wirklich als Kirche uns eins machen. Ich glaube, es ist kraftvoll, wenn wir für unsere Leiter beten. Unsere Leiter, die Verantwortung tragen, die Last tragen, auch die geistliche Last auf ihre Schultern tragen. Lass uns eins machen in diesem Gebet, auch für Markus und für seine liebe Frau Sibyl, die vorangehen. Die wir gesehen haben auf dem Video, die sich nicht zurücklehnen wollen, sondern ihre Vision geht weiter. Und ich glaube, das, was du siehst in deinem Herzen, dass das wird geschehen in den nächsten Jahren. Und Gott wird deine kühnsten Erwartungen übertreffen. Ich bin überzeugt, ich weiss, du bist ein treuer Schaffer, du bist ein ruhiger Schaffer, aber du bist einer, der einfach stetig seinen Weg geht. So wie du den Leo dort auf die Jungfrau raufgeführt hast in dem Video. Du bist der, du bist ein Weg. Ich glaube, du bist einer, der Weg bahnt, damit andere in der Sicherheit von diesem Weg nachgehen können. Und ich möchte dich einfach segnen, auf dem weiteren Weg, wo Gott dich gesetzt hat. Jesus, ich danke dir für Markus und Sibyl, ich danke dir für das Ehepaar, das einfach ihr Leben dir hingestreckt hat und gesagt hat, Gott, mach du, was du möchtest mit uns. Und sie sind viele Opfer, haben sie gegeben das und sie haben Höhen und Tiefen erlebt, aber sie sind immer fest an deinem Herz geblieben. Und ich freue mich zu sehen, auf was sie können zurückblicken jetzt mit diesen 15 Jahren. Aber ich freue mich auch zu sehen, dass sie zwei sind, die nicht hinterher schauen, sondern sie schauen vorwärts. Und sie schauen auf das, was du noch parat hast. Und ich bete wirklich, dass über die nächsten Jahre du Geschichte schreibst, hier im Bündnerland. Dass das, was wir hier sehen im Chur, ist der Anfang ist von etwas Gewaltigem, was du möchtest tun in diesem Kanton her. Und ich bete und ich segne dich, Markus, mit Kraft, mit Sicht, mit Vision. Und ich möchte dir einfach zusprechen, durch den Sinn Geist hast du alles, was du brauchst, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott auf dein Leben gelegt hat. Und ich möchte dich einfach schützen. Kraft und Freude und Vision wünschen von im Namen Gottes. Amen. Amen. Hey, lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach unseren Gott anbeten, wo wir einfach Zeit verbringen in dieser Gegenwart von Gott und ihn gross machen. Da geht's.